Wir waren zu Gast bei einer Podcast-Sendung und haben dort verschiedene Fragen zum Thema Sportwetten beantwortet. Hier gibt's die besten Antworten im Schnelldurchlauf. Und hier gibt's den Podcast in voller Länge. Je unbedeutender, in Anführungsstrichen, der Sport, desto besser ist es. Also die deutsche erste Volleyball-Bundesliga, da hat man in Sicherheit einen höheren Wissensvorsprung, wenn man da ein Insider ist, gegenüber den Buchmachern, als jetzt in der Premier League oder in der ersten Fußball-Bundesliga. Was würdet ihr zum Beispiel 1.000 Euro setzen, wenn ihr wirklich drauf wetten würdet? Würdest du auch wirklich 1.000 Euro dann darauf setzen? Oder wenn jemand jetzt Millionär ist, worauf würdest du eine Million setzen oder so? Jedenfalls ein Betrag, der dir wirklich wehtun würde, wenn du ihn verlierst. Kombi-Wetten machen dann Sinn, wenn man sicher ist, dass man die Wette gewinnt. Diesen ja, sogenannten Sucker-Bets, also Idiotenwetten kann man es jetzt eigentlich nennen, verliert man einfach viel zu viele, und wenn man dann einmal gewinnt, dann ist das natürlich toll und cool und da erinnert man sich dann natürlich länger dran, und man vergisst aber dabei, dass auf lange Sicht dadurch Verlust gemacht wird. Einfach mal nach Sportwetten. Und was ihr da bei Google findet, sind Seiten, die quasi irgendwelche Rankings aufstellen. Und alle diese Rankings sind alle komplett Betrug. Die sind alle gelogen und falsch. Denn die bewerben dort und empfehlen dort irgendwelche Sportwettenseiten, die einfach denen das meiste Geld bringen und nicht die Sportwettenseiten, die halt wirklich am besten sind. Und auf was legt man denn Qualitätsmerkmale? Also ich will eine Wette platzieren, ich will die beste Quote, ich will am meisten gewinnen. Das sind meine Qualitätsmerkmale. Vorgespielte Seriosität ist halt einfach nur gutes Marketing, dass man einfach viel Geld zur Verfügung hat, das man in sein Image stecken kann. Aber die Machenschaften dahinter, die sind bei allen irgendwie nicht ganz cool. Weil der Buchmacher dadurch sich ausgerechnet hat, mehr zu gewinnen. Von daher macht Cashout definitiv keinen Sinn. Statistik gehört von einem Sportwettenanbieter, dass von 200 Leuten, die bei dem Anbieter registriert sind, macht einer Gewinn. Und die anderen verlieren im Schnitt 200 Euro. Also da kann jeder mal sich an die eigene Nase packen, wie viel er so gewinnt. Das ist ein Hobby, und wenn man jetzt in sein Hobby investiert, dann ist erstmal das Geld weg. Wenn ich jetzt beispielsweise heute auf dem Tennisplatz gehe, dann erwarte ich nicht, dass ich für den gekauften Tennisschläger und die Tennisschuhe in einem Jahr nochmal Geld sehe. Oder wenn ich jetzt heute Abend was trinken gehe, dann erwarte ich auch nicht, dass der Barkeeper dann am Ende des Abends mir das Geld wiedergibt. Ähnlich sehe ich es beim Sportwetten auch, allerdings natürlich mit dem Ziel, dass man am Ende sich was auscashen lässt. Und hier gibt's den Podcast in voller Länge. Verpasse keine Wetttipps und abonniere diesen Kanal oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen.